Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Soul Mask. Eine weitere Folge in einer neuen Aufnahmesession. Ach, ich freue mich sehr. Der Regen hat gerade aufgehört. Es hat leider relativ lang geregnet. Wir haben schon 9.22 Uhr. In der letzten Folge haben wir Flauschi einen Sattel genäht. Einen sehr schönen Sattel, wie ich persönlich finde. Mit Blau und Lila hinten. Ne, Flauschi, alles gut? Ja. Grinst sich ihren ab. Ne? Alles gut? Guck mal, die Begeisterung im Gesicht, dass es heute weitergeht. Ich freue mich auch sehr, dass es weitergeht. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Flauschi da ist. Und 39 Minuten für die Baumwolle, 18 Minuten, eine Minute. Das lasse ich jetzt hier stehen. Folgendes, ich habe zwischen den Folgen, haben wir uns ein bisschen unterhalten und es kam der Hinweis, dass es eine Salzmine gibt. Und ich wäre auch schon mal dran vorbeigeritten. Jetzt will ich ganz kurz mal schauen. Sind die Fackeln lauter? Das ist übel laut hier drin. Okay, egal. Können wir hier auch Spitzhacken herstellen? Nee, gell? Das sind alles nur Waffen, oder? Nee, das sind alles Stahl und so weiter. Nee, das ist eine Waffenbank. Okay, das kann nicht sein. Können wir noch besser? Ich dachte, man könnte vielleicht aus dem Bestienknochen eine Spitzhacke herstellen, aber gut. Ich guck mal, dass ich mir gerade nochmal eine Spitzhacke mache. Beziehungsweise, wenn man die reparieren möchte, was braucht man da? Feuerstein, Stein. Feuerstein, Stein. Ja gut, aber das ist ja gar kein Thema, oder? Dann nehme ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen Feuerstein mit. Und Stein kriegen wir unterwegs, oder? Würde ich sagen. Machen wir mal so. Gut. Wir haben eine Spitzhacke. Die Spitzhacke ist auf Level 3. Die ist ja noch relativ gut, von daher lassen wir das mal. So. Flauschi. Wir gehen auf Tour. Zum ersten Mal geht's los. Uah. Jetzt. Und zwar, das habt ihr, glaube ich, in den Aufnahmen nicht gesehen, als ich Flauschi zurückgetragen habe. Direkt kommt das Meeresrauschen. Was haben sie denn hier gemacht? Es kam ein Update jetzt zum letzten Mal. Also, sie haben auf jeden Fall was geändert. Und es scheint noch besser geworden zu sein mit den Tönen, weil ich höre jetzt direkt hier das Meeresrauschen. Ich glaube, jetzt bin ich aber zu weit weg vom Meer. So, irgendwo hier hinten soll es eine Salzmine geben. Da gucken wir uns jetzt mal um. Kann man eigentlich springen? Kann man. So, schauen wir uns mal um, ob ich das hier entdecken kann. Was hier oben? Hier oben ist eine Ruine, oder? Ah, da sind auch. Ich steig mal kurz ab. Flauschi, lass dich nicht ansprechen, ich komme gleich wieder. Hallo, guten Tag. Alter, zappelst du rein mit deinem Hammer. Ah, war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Eure Bandagen nehme ich mit. Salz. Ihr seht auch schon hier, ist Rohsalz dabei. Also die NPCs liefern jetzt auch Rohsalz. Aha, okay. Das ist gut. Weitere Steinchen. So. Das ist schon ein ganz anderes Spielen hier mit Flauschi hin und her zu reiten. Das Einzige, was mir gerade auffällt, man kann sich nicht umgucken, wenn man auf Flauschi reitet. Okay. Nicht, dass ich hier so einen Krebs auf den Schwanz trete. Wir wollen uns ja nicht mit der Nachbarschaft verscherzen. Und zwar folgendes. Ich bin mir jetzt echt unsicher, ob man das in der Aufnahme gesehen hat oder nicht. Ich bin
als ich zurückgelaufen bin, bin ich aus dem Dschungel rausgelaufen. Und dann habe ich rechter Hand ein großes Lager gesehen. Und das soll angeblich die Salzmine. Da hinten ist es doch. Das soll angeblich die Salzmine sein. Da gucken wir jetzt einfach mal. Seht ihr das da hinten links? Ich glaube, hier bin ich, da vorne bin ich raus, also wo ich jetzt drauf zureite. Und dann können wir nämlich lecker Chili-Chutney mit gebratenen Grillen irgendwas machen. Wir haben es doch letztes Mal gesehen, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so richtig. Oder gegrillte Heuschrecke mit Chili-Chutney. Oh. Da sind aber auch welche auf den Wachtürmen. Ich stelle mal Flauschi, glaube ich, hier in Schatten bei den Palmen ab. Okay. So. So, jetzt haben wir ja beim letzten Mal festgestellt, dass ich mit dem Speer die da oben nicht rausholen kann. Nee. Nee, ich bin anscheinend noch zu weit weg. Jetzt. Jetzt kommt er auf jeden Fall runter. Nee. Oh, der macht Alarm. Oder sie. Jetzt lass mich doch mal ganz kurz sich abpieksen, Mann. Hör mal auf, mich zu beschießen. Okay, jetzt muss ich mich mal ganz kurz heilen, sonst haben wir hier gleich ein Problem. Ey, ich bin mich am Heilen. Hör mal auf. So. Flauschi, geh in Deckung. Die bösen Leute kommen. Ich stelle mich hinterm Baum. So. Raus. Und Attacke. Ey. Was hat... Oh. Bessknochen Langbogen. Nehme ich doch alles mit hier. Warte mal, dann könnte ich ja mal den Bogen nutzen, oder? Da sind 24 Pfeile drauf, da kann ich die doch hier rauspullen. Ich habe noch nie einen Bogen verwendet. Hat sie Bock drauf? Schießt auch gleich zurück als Begrüßungsgeschenk. Ah ja. Ey, ich bin das. Wenn hier einer schießt, bin ich das. Guck mal, ich kann ein bisschen leveln. Au, sag mal. Ich bin wieder dran. Wie macht man eigentlich die Ausweichrolle? Ich bin, glaube ich, noch nie ausgewichen bisher im Spiel. Alt? Ah, auf Alt. Okay. Auf Alt. Ja, ich hab's verstanden. Überzeugt mich! Überzeugt dich von mir! Wieso? Achso, weil du schon tot bist. Okay, tut mir leid, ich wollte ihn überzeugen von mir, dass er mit mir mitkommt. Ah ja, das sieht nach Salz aus. Jetzt ist die Frage, kann ich hier abbauen, ohne dass ihr mich nervt? Oh, da ist auch noch einer. Headshot. Wieso kann ich dich nicht überzeugen? Ist meine Maske leer? Nee. Hier, Wieso geht das nicht? Jetzt aber. Schau mir in die Augen. So, jetzt konnte ich doch hier mit, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe die... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe mich verklickt. Naja. Passiert. Kann man die ja auch looten? Ne, nur Wasser entnehmen. So. Ihr habt ja nichts dagegen, ne? Ich hole mal ein bisschen Salz bei euch. So, wir machen hier mal...
Komm, wir machen einen Screenshot für die Nachwelt. Achso, das ist ein bisschen dunkel hier in die Richtung. Machen wir so. Oh. Hallo, werter Herr. Wieso sehe ich das Leben nicht? Weil ich nicht gescannt habe oder was? Na komm her. Oh, oh. Da habe ich nie mit gerechnet. Glaub doch, du spinnst. Aber er da oben hat jetzt kein Interesse an mir, oder? So. So, wir bauen mal ein bisschen ab. Spitzhacke 6. Ach so, so wird Salz abgebaut. Das sind wie die Steine. Okay, dann muss man praktisch warten, bis sich hier wieder Salz gebildet hat. Haben wir ganz viel Rosa als. Hallo, guten Tag. Schafft du aus dem Winkel nicht auf mich zu schießen, wa? Sieht so aus. Elitejäger, den brauche ich. Den brauche ich. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich brauche Elite. Nein, nicht. Ach, Mann. Ich bin immer zu... Oh, hätte ich mal die Waffen weggesteckt. Ach, Mann. Ich wollte doch den Elitejäger haben. Das kann doch nicht sein. Immer mache ich alles kaputt. Immer. Ich muss mir mal abgewöhnen, da immer mit meinem Superangriff ranzugehen. Hätte ich noch einmal drauf geschwartet, hätte es auch gelangt. So toll waren seine Werte nicht. Lass mich doch meinem Glauben. Aber gut, du wolltest mich nur beruhigen. Regie wollte mich nur beruhigen. So. Guck mal, Flauschi wartet auf uns. Dann reiten wir mal zurück. Dann machen wir uns jetzt aus dem Rohsalz, machen wir uns jetzt richtiges Salz, wenn ich das richtig verstehe. Und in Verbindung mit dem Salz können wir dieses Chili-Chutney machen. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns Chilis anpflanzen, damit wir da in Zukunft entsprechend noch Vorräte haben. Und dann haben wir sehr, sehr gutes Bufffood, weil diese Chili-gerösteten Heuschrecken mit Chili-Chutney sind auf jeden Fall richtig gut. Ups. Flauschel, keine Ausdauer mehr. Jetzt. Ja, und dann werden wir mal im Barbarenlager vorbeigucken. Nee, im Barbarenkaserne, so rum. Da müssen wir auf jeden Fall in Flauschi ein Lagerfeuer einstecken, damit wir unterwegs uns einen Spawnpunkt machen können. Und auf jeden Fall eine Foundation, eine Wand, ein Dach, damit es schön abgedeckt ist und so weiter, ja. So, jetzt reite ich immer zurück. Ich mache jetzt hier keinen Cut. Wer weiß, was passiert. Vielleicht kommt ja ein Drachen aus dem Dschungel. Nein, Quatsch, war ein anderes Spiel. Okay, vielleicht doch. Bis gleich. Da sind wir zu Hause. So, ich denke mal, das Salz können wir hier an dem Mörser herstellen, oder? Nee, Knochenpulver. Salpeter. Da, Premium. Nee, ist Premium Knochenpulver.
Okay, ich wäre jetzt fest davon ausgegangen, dass man das Salz dort verarbeitet. Wo verarbeitet man dann Salz? Am Kochtisch? Lamafutter, gerösteter Rohsalz hier. Aber das ist ja Rohsalz. Feines Salz. Mit Kalk und Wasser. Okay. Wie macht man Kalk? Kann man Kalk überhaupt herstellen? Falsche Taste. Kalk? Nee. Doch, da. Ah, aus Stein. Und wird hergestellt im Erdtrockenkammer. Erdtrockenkammer. Okay. Jetzt will ich mal kurz gucken. Wir haben ja hier das Chili, die Chili-Soße. Ah, die wird aus Rohsalz hergestellt. Da brauchen wir gar nicht auf Feinsalz gehen. Das ist ja super. Dann brauchen wir jetzt eigentlich, brauchen wir nur noch die Chili. So, jetzt gucken wir nach Chili. Wo haben wir denn? Ne, die müssten hier sein. Da sind Chili. Ich nehme jetzt mal die Hälfte der Chilis mit. Achso, warte mal, wir können mal hier die Waffen zerlegen. Einmal, zweimal, dreimal. Steinklinge mit drei. Zerlegen wir den Bogen, würde ich mal behalten. So. Wie machen wir aus den Chili Chili-Samen? Da, Chili-Saatgut. Ich hätte gern 10 Chili-Saatgut. Ja, mir ist bewusst, ich kann auch meine NPCs einsetzen, aber ich will ja erstmal selber verstehen, wie es geht. Dann können wir das anpflanzen. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob wir die Düngerart da haben, ne? Das wird halt auch noch spannend. Okay. So, 24 Chilisamen. Dann würde ich sagen, setzen wir mal testweise ein paar Chilis ins Feld. Oder wir machen das mal so. Ich pflanze mal einen Chili und wir gucken einfach mal, was er dann sagt, was er benötigt. Die 9. Okay. Das würde gehen. Die würde hier wachsen. Was hatte ich denn hier für einen Dünger drin? Hydration. Könnte Steinpulver sein, ne? Na gut, wenn das hier wächst und der Dünger ausreichend ist. Weg. So, dann können wir mal nach Hause kommen, haben wir wieder frische Chili, würde ich sagen. So, wie passt denn auf so ein Feld? 4x4, wa? 16 Stück. Okay, gut zu wissen. Okay. Dann packen wir... Ne, das ist die falsche Box. Das müsste... Doch, da unten sind sie doch. Ich habe sie doch hier unten einsortiert. So, Chili haben wir da drin. So, jetzt machen wir ein bisschen Chili-Chutney. Ich nenne es immer Chili-Chutney, ist aber eigentlich nur Chili-Soße. Ja, machen wir alle. Musst du hier beistehen, wenn du da beim Kochen oder was? Achso, der muss wirklich dabei stehen, um es zusammen zu kochen. Es dauert 3 Minuten 30, bis das Chili-Zeug fertig ist. Aha. Ja, dann, Ah, wir haben einen Bonus dazu gemacht anscheinend, oder? Wie viel gibt's an Chili? 2 Chilis gibt eine Soße. Okay, und danach machen wir dann die Heuschrecken.
Dann würde ich sagen, machen wir mindestens, brauchen wir zweimal geröstete Heuschrecke. Ich glaube, wir haben auch noch geröstete Heuschrecken da. Ich würde sagen, ich verarbeite es mal. Ich mache mal die Chilisoße fertig, das dauert auch noch einen kleinen Moment. Dann mache ich diese scharfe Soße mit Heuschrecken, mache ich fertig. Weil dann haben wir hier nämlich Nahrungsverbrauch 40 K zusätzliche Sättigung und LP 100, also Lebenspunkte nochmal um 100 erhöht. Dann haben wir nämlich... Wo ist es? Dann haben wir diese Soße und wir müssen noch mal gucken, dass wir diese Fleischsuppe wieder herstellen. Die Fleischbrühe. Ah, die machen wir aus Rohfleisch. Oh. Okay, weil dann können wir das in Kombi mit dem... Also wir können Pilzsuppe essen, wir können Fleischsuppe essen. Und dann essen wir noch diese Chilischoten gemeinsam, ne? Wieso dauert es jetzt 2 Minuten? Ist doch gleich fertig. Jetzt habe ich es doch wieder verlabert, ne? Es geht doch noch so schnell. Komisch. Okay, verstehe ich nicht ganz. Es macht jetzt doch ein bisschen länger. Und wieso liegt hier Fasern drin? Ist für das Zeug Faser notwendig? Ne, ist es gar nicht. Komisch. Mais liegt drin. Gut, also, nochmal. Ich mache die Chilisoße fertig. Ich mache die Heuschrecken. Und versuche noch ein bisschen von diesem Fleisch... Bleisprühe zu machen. Dann können wir das mitnehmen. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich hole dich doch nochmal dazu. Und zwar habe ich jetzt die Sachen hergestellt, beziehungsweise die Fleischbrühe. Habe das herstellen lassen durch einen NPC. Das geht irgendwie gefühlt viel schneller. Na, hier ist noch ein bisschen was auf Halde. Hier fehlt, glaube ich, noch Wasser. Da muss ich vielleicht nochmal nachholen. Aber das können die sich auch da rausholen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 18 Fleischbrühe. Das müsste eigentlich reichen. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir sind in der Nacht, deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen nochmal auf Glühwürmchen fangen. Das ist eine gute Idee. Das habe ich die ganze Zeit, habe ich das immer so ein bisschen ignoriert. Ich hoffe, wir kommen hier durch den Dschungel. Ich lege mir mal ganz kurz das Messer da drauf und mache eine Gürtellampe hier dran, damit ihr was seht. Und wir reiten ja erstmal an den See oder wir vielleicht auch darüber. So eine Entfernung ist ja ähnlich, ne? Aber der See ist größer. Vielleicht haben wir hier eine höhere Chance, da... Bitte? Ja. Flauschi sagt auch, da müssen wir hinreiten. Und dann mache ich hier mal die Nebelschlussleuchte von Flauschi an. Und wir gucken mal, wie wir da hier so durchkommen. Können wir eigentlich auch hier scannen? Ja, können wir. Ich... frag mich, ob es eventuell für Flauschi auch Barfood gibt. Weil bis jetzt habe ich in Flauschi immer nur Stroh reingepackt und ich habe auch Alpaka-Futter habe ich hergestellt. Oder ich werde in Ruhe gelassen, weil Flauschi als natürliches Tier, was hier in der Umgebung so hin und her streift, wahrgenommen wird. Und sein Geruch übertönt mich oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann aber auch sein, dass ich einfach viel zu schnell hier vorbeireite und Flauschi deswegen nicht behelligt wird. Kann das sein, dass wir eben auf dem Berg hochreiten? Ja. Das sind Glühwürmchen, oder? Sind das Glühwürmchen oder sind das einfach nur Motten? Machen wir mal mein Licht aus. Mein Licht geht aus mit der 7. Bin ich dusselig? Da. Glühwürmchen. Noch ein Glühwürmchen. Ist ja wie bei... Wie ist das von Nintendo nochmal? Animal Crossing. Ich glaube, das war's mit den Glühwürmchen. Wie viel haben wir denn? Um 3 Uhr verschwinden die, hat jemand mal gesagt. Kann es sein, dass jetzt gerade die Zeit schon ist und die Glühwürmchen verschwinden? Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin nur gerade erst angekommen. Ich sehe jetzt keine Glühwürmchen. Wie viel habe ich denn bekommen? 6 Stück. Nee, oder? Bin ich jetzt direkt dort angekommen, wo die Glühwürmchen...
Das ist ein Lager, das sind keine Glühwürmchen. Nee, das ist doch blöd. Wo habe ich jetzt Flauschi geparkt? Da. Flauschi, wir haben es verpasst. Es war ein bisschen knapp. Das ist ja schade. Weil die Glühwürmchen scheinen um 3 Uhr scheinen immer zu verschwinden und wahrscheinlich war es kurz vor 3 und dann haben die Glühwürmchen gedacht, der Mann mit dem Köcher ist da, ich hau ihn mal ab. Na gut, dann können wir zumindest ein paar Glühwürmchenlampen machen und dann haben wir in unserer Base vielleicht ein bisschen mehr Licht und nicht dieses Rauschen von den Fackeln, das ist nämlich ein bisschen arg laut. So, dann haben wir noch eins nicht gemacht. Und zwar den Schlachtertisch. Da hatte ich mich ja am Anfang gerade wegen dem Knochenpulver so ein bisschen geärgert, weil wir zu wenig Knochenpulver hatten oder zu wenig Bestienknochen. Und dann kam der Tipp, dass ich mit dem, in Verbindung mit dem Schlachtertisch, kann ich diese Keulen da auseinandernehmen, die aussehen wie so ein riesen Schenkelchen. Die aber nicht zum Essen da sind, sondern um sie zu zerlegen. Deswegen wollen wir auch mal einen Schlachtertisch bauen. Das werden wir jetzt auch noch machen. Und dann müsste es auch schon wieder morgen sein und dann spätestens in der Folge morgen oder in der nächsten Folge, beziehungsweise werden wir dann losreiten. Und werden mal bei dem Barbarencamp in der Barbarenkaserne gucken, ob wir den Boss gemacht kriegen. Bin ich mal sehr gespannt. Könnte ein bisschen früh sein, aber das werden wir dann erleben. So, Glühwürmchenlampen. Wie macht man das? Glühwürmchen-Hüftlampe. Nee, gibt's noch andere? Ah ja, hier, die da. Die macht man in der Bauwerkstatt mit Fasern und dickem Seil. Und wie viel waren das? Wie viel Glühwürmchen brauchen wir für so eine... Ach, da kann ich eine machen. Das ist ja niedlich. Da hat es ja richtig gelohnt, dass ich weggeritten bin. Oh, schade. Gut, wir können zumindest eine Lampe herstellen. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Ja, zusätzlich wird noch Leder oder grobes Leder benötigt. Bestienhaut, wo haben wir das drin? Hier, ne? Nehmen wir grobes Leder. So, Bauwerkstatt. Du bist die Bauwerkstatt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt stellen wir vor, wir hätten nur 3 gefunden oder sowas, weil die gerade alle verschwunden wären. Dann hätten wir noch weniger gehabt. Das wäre auch blöd. So, Glühwürmchen. Stelle ich jetzt hier so nebendran oder kann ich die... Ah, kann ich auf die Werkbank stellen? Das ist ja gut. Dann stelle ich das hier dazwischen. Ja, das ist doch gut. Wieso rauschen jetzt hier die Fackeln auf einmal nicht mehr? Spiel will mich trollen, oder? Kann das sein? Okay. Gut, dann machen wir jetzt noch die Schlachtbank. Schlachtertisch. Da brauchen wir 2 Gestein, Feuerstein und Holz. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Haben wir keine Zweige mehr? Naja, wir haben noch ein paar Zweige. So, ein bisschen Holz. Ein bisschen Feuerstein. So, die machen wir auch hier, oder? Schlachtertisch. Die Sonne geht gerade auf. Gut, wir haben 6.22 Uhr. Fertig? Hat er fein gemacht. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen umsortieren, habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, ob hier noch was drin liegt. Nein, da liegt auch nichts drin und hier liegt auch nichts drin. Und zwar, dann würde ich den Schlachtertisch nämlich hier daneben stellen. Dann nehmen wir den hier erstmal auf. Und setzen ihn hier hin. Dann nehmen wir dich auf, beziehungsweise versetzen dich. Setze ich erstmal hier hin. Dann wirst du eins versetzt.
So, und das Ding kommt dann wieder dahin. So, und dann können wir hier den Schlachtertisch hinsetzen. Passt ja dann thematisch auch dazu. Dachte ich, habe ich zu nah gestanden? Wie, das scheint ein etwas größerer Tisch zu sein. Ja, ein bisschen tiefer. Auf jeden Fall ein riesen Hackklotz. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier machen können. Wir können Bestienknochen herstellen. Ah, aus Kadaverstücken. Ja, okay, cool. Wir können dicke Bestienhaut herstellen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal 10. Dann lasse ich auch durch Serendipity oder so machen. Wir machen, keine Ahnung, 20 durch Serendipity. So. Sehr cool. So, dann nimmt sie nämlich und wird die, denke ich mal, die Schenkelchen da auseinandernehmen. So. Wir haben alles mögliche dabei. Meine Schüssel. Der Tisch blutet. Die Schüsseln packe ich hier rein. Uiui, musst du aufpassen hier. Sie ist voll in Action. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. So, Chili nehmen wir mit. Das Steinhackmesser. Was hatte ich hier draufgelegt? Was habe ich hier ausgetauscht, dass ich das nicht ran habe? Ah, die Lampe war das, genau. Und den Köcher können wir ja so lassen, ne? Und das eine Glühwürmchen machen wir noch weg. Ich weiß jetzt nicht, wo Glühwürmchen reinkommen, was das für eine Kategorie ist. Medizin. Ein Glühwürmchen ist eine Medizin. Was heilt denn ein Glühwürmchen so? Bin ja mal gespannt. So, neuer Tag. 7.05 Uhr müsste das da oben sein. Ich würde sagen, wir reiten schon mal los, oder? Ich habe alles einstecken. Wir reiten mal Richtung Barbarenkaserne. Geht's Flauschi gut? Flauschi hat so ein bisschen Hunger. Warte mal, das müssen wir ändern. Ja, ich habe dich verstanden. Jetzt hör doch mal auf. Also ich weiß, dass Flauschi selbstständig ist, wenn irgendwie das Essenslevel unter einen gewissen Wert gefallen ist. Aber das passt jetzt erstmal so. So, Flauschi. Wir haben ein neues Ziel. Und zwar, wir begeben uns... Dahin wollen wir uns begeben. Und die Barbarenkaserne hat ja hier davor, hatte die irgendwie so einen Punkt, wo wir das letzte Mal auch schon unsere Basis hingestellt haben. Upsala, was war denn das für ein Mega-Leck? Dann werden wir uns davor, vor dem Stein, an diesem etwas größeren Stein, werden wir... Ach, ich dachte, es fängt an zu regnen. Werden wir uns ein kleines Lager aufbauen, dass wir da zur Not spawnen können. Jetzt ist die Frage, sollten wir eventuell unseren langen Lulatsch mitnehmen, damit er mit uns mitkämpft, oder? Das sollten wir vielleicht machen. Dann kann der uns nämlich unterstützen. Wir haben dem ja auch entsprechende Ausrüstung gegeben. Es ist halt nur die Frage, alles viele Fragen, die ihr mir nicht beantworten könnt, und zwei wurden dann schon beantwortet. Der hat ja nicht so gute Klamotten oder zumindest halbgare Klamotten. Ob ich dem erst nochmal bessere Klamotten herstelle? Bandagen hat er, ein gutes Schwert habe ich ihm auch gemacht. Das wird doch die Verteidigung sein. Was haben meine Latschen für eine Verteidigung? 11. Ja, auf jeden Fall braucht er bessere Klamotten. Na gut, die haben halt so andere Bonus. Ist ja gut. Hieb und Schaden am Bein, minus 10%, maximal LP 138. Ja, okay, der braucht Klamotten. Ich muss dem erstmal Klamotten herstellen. Schwierig. Okay, du brauchst Rüstung. Gut. Dann kriegt er von mir Bestienlederklamotten, würde ich sagen. Dann stelle ich die mal her.
Gut. Nee. Dann mache ich das. Zur nächsten Folge hat er entsprechend noch Klamotten. Und dann ziehen wir los oben ins Barbaren, in die Barbarenkaserne und werden mal gucken, ob wir uns hier dem Stammesführer da an, entgegenstellen können. So. Ja, so machen wir das. Guti. Ich würde sagen, bei dem Sonnenaufgang verabschiede ich mich, werde da vorbeigehen und Klamotten herstellen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge oben am Barbaren, an der Barbarenkaserne wieder. Dann probieren wir unser Glück. Ich bin sehr gespannt. Bis morgen. Tschüss.